Die Eisdiele. Ein kleines Mädchen und ihre Mutter waren so arm, dass sie nicht das Salz zum Brot hatten. Immer wenn der Eiswagen an ihrem Haus vorbeifuhr, betrachtete das Mädchen sehnsuchtsvoll die Kinder, die an ihrem köstlichen Eis schleckten. Dem Verkäufer tat das Mädchen dermaßen leid, dass er ihm eines Tages den Eiswagen verschenkte. Das ist ein Zauberwagen, sagte er. Er bereitet das Eis ganz von selbst zu. Man muss ihm nur angeben, welchen Geschmack man möchte. Sei aber aufmerksam. Wenn die Töpfe voll sind, musst du sagen, lieber Wagen, jetzt reicht es. Von nun an konnten das Mädchen und ihre Mutter beliebig viel Eis essen. Einmal, als das Mädchen nicht zu Hause war, hatte ihre Mutter Lust auf Eis. Schokolade und Vanille, sagte sie, und die Töpfe wurden sofort voll. Da die Mutter aber den Eisstand nicht stoppen konnte, wurde alles mit Schokolade und Vanilleeis bedeckt. Das ganze Haus war mit Eis gefüllt. Sogar auf der Straße floss das Eis, als das Mädchen nach Hause kam und endlich den Eiswagen stoppte. »Lieber Wagen, jetzt reicht es«, sagte schnell das Mädchen. Aber das Eis reichte schon bis zum Dach. Und wer das Haus betreten wollte, musste erstmal durch das Eis einen Weg zur Tür leckern.